Rüste ich die einfach mal aus jetzt alle. Dann schicke ich Trupp 2 mal los für mehr Materialien. Ah, habe ich wollte noch die Schatztruhe hier plündern. Und was ist drin? Ach, so ein Schreckensfürst. Auf was auch immer er draufhaut, lassen wir ihn mal ruhig. Und dann gucken wir mal, was er uns gibt. Oh. Das wiederum ist nicht so toll. Jetzt kommen diese Geisterschreckensfürsten. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was wir gekriegt haben. Durch den Schreckensfürst. Okay, die brauchen zum Glück eine Weile, bis sie durchkommen. Also ja, sie sind bald bei meiner Trainingshalle. Das ist nicht so schön. Kommt, macht das Ding tot. So, und fahr. Merke, wir brauchen dringend Fallen. Schreckensfürst oder nee, zuerst den Minotaurus. So. Ja, Anmerkung, wir brauchen Fallen. Wir nehmen erstmal 2 von denen. Obwohl, bei dem Gang können wir sogar 3 machen. Und dann eine von denen. Dann schicken wir mal... Ach, schicken wir beide Trupps los. Trupp 1 dahin, Trupp 2 dahin. Auf welchem Level kriege ich denn wieder... Auf Level 6 kriege ich erst wieder Arbeiter. Nicht ganz so toll. Aber ich kann einen Minotaurus beschwören. So, sehr schön. Die sie für beschworene Einheiten. Ja, was ich bei der letzten Aufnahme im Offscreen auch gemerkt habe. Überfallerfolg. Schön. Monsterbau oder lieber... Ich würde, glaube ich, erstmal lieber auf die Fallen gehen. Dass, wenn ich sie auswähle, kann ich einen zusätzlichen Punkt machen, nämlich für Einheiten ausrüsten. Und ich glaube, für Einheiten beschwören auch. Also 2 Punkte kann ich machen durch sie. Und muss nur einen ausgeben. Da kriege ich wenigstens einen raus. Das erkläre ich aber dann, wenn es nochmal soweit ist. So, ich hoffe mal, ihr holt gleich die Materialien ab, denn wir brauchen die Materialien. Soll ich jetzt die Mauerfallen freischalten? Nö, ich kriege ja gleich noch einen Punkt für verschiedene Fallen, wenn ich da noch die Korrosionsfalle, die Stinkpfütze platziere. Kriege ich für 4 verschiedene Fallen, genau. Weil das Hühnchen zählt übrigens auch als Falle. Übrigens, wenn ich da noch 2 beschwöre, zählen die auch als Fallen für das Ding. Das ist ja genial. So, also Monsterbau. So, wir haben genug Materialien fürs Arcanum. Das wollten wir... wo wollte ich das hinsetzen? Hier passt es nicht. Hier würde es passen, aber... Da setzen wir es gegenüber von der Küche hin. So. Ganz einfach und diskret. Wir sind übrigens schon auf Stufe 5. Das heißt noch eine Stufe und wir kriegen mehr Arbeiter. Sehr gut. Das hier möchte ich, glaube ich, als nächstes machen. Bevor ich die Fallen mir besorge. Einheiten ausrüsten.
Aber ich glaube, jetzt besorge ich mir auch erst einmal hier oben die Schätze. Oh, ihr solltet essen gehen. Das ist wichtiger. So, geht Happa Happa machen. Barker schon mal hier hin. Das Arcanum kann besetzt werden. Und dann muss ich demnächst auch mal die zweite Küche besetzen. So, die drängeln sich einfach mal dazwischen. Hoxy Poxy Fijioxo. Gut, die sind alle okay. Und dich könnte ich einfach mal trainieren schicken. So. Einfach mal draufhauen. Monsterbau. Jawohl, für den habe ich genug Materialien. Der passt allerdings nicht hier rein. Das ändern wir gleich mal schnell. Genau, jetzt passt er nämlich hier rein. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. So, was kommt hier raus? Ach, ein Feuer, Echsenmeister. Der ist nicht der Rede wert. 10 Schätze. Jetzt sind wir wieder auf 25 oben. So. Für den Raum müssten wir dann noch genau einen Punkt kriegen. Den wollte ich dann in die besseren Fallen, in den Fallenmeister stecken. So, du. Oh, wir können wieder das machen. Und wir haben genug für den Fallenmeister, denke ich mal. Jupp, wenn ich jetzt noch eine Falle baue, die ich mir zurzeit leider nicht leisten kann, weil ich volle Dings habe. Volle Fallen, aktive, dann könnte ich noch die doppelten Mauernfallen freischalten. Fürs Erste. Was fehlt denn noch? Einheitenbeschwor? Ja, die da wollte ich eigentlich freischalten. Genau, wenn ich die da freischalte. Ah, das überlege ich mir gleich. Was wollte ich jetzt machen? Ach, den da zum Essen schicken. Genau, iss mal was. Nein, 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 du kannst hier oben was essen. Die Küche ist nämlich jetzt offiziell besetzt. Habe ich noch überschüssige Imps gerade? Ja, hier 2 Stück. Ihr zwei besorgt mir jetzt mal kostenlose Einheiten. Und du gehst einfach mal hier rein. So. Als nächstes. Wie gut ist mein erster Squad? Der ist fabelhaft. Also geht der mal einen großen Schatzhort plündern. Da ist ein Level 1 Krieger und ein Level 1 Ingenieur. Also nicht der Rede wert. Heroes are entering your dungeon. Oh, Helden im Dungeon. Haut erstmal den Ingenieur um. Dann gucke ich mal die Helden an. Die geistern da von links nach rechts herum. Sind also auch nicht jetzt so schlimm. Die kriegen jetzt erstmal Gift ab. Sind verlangsamt. Die müsste Baal sogar fast alleine schaffen, wenn ich gleich die Sprenghühnchen ihm helfen. Und in sie reinrennen, genau.
Zwei sind weg. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Und Nummer 3 ist auch gleich hinüber. So, noch ein neues Sprenghühnchen und wir haben genug für die Mauerfallen. So, als nächstes ist dann der Schreckensfürst dran. Ne, halt, als nächstes ist sie dran, dann der Schreckensfürst. Sehr gut. So, jetzt haben wir Fallen, die wir einbauen können. Erstmal tue ich wieder Pilze umwandeln. So. Hier ganz vorne Quetscher. So hat nämlich das Gift eine bessere Wirkung. Okay, das war's schon mit Fallen. Mist. Naja, wenn das eine Sprenghühnchen weg ist. Sprengtruthahn, okay. So. Welcher Squad ist das da oben? Squad 1 geht zum Essen. Und wir schalten jetzt mal den Squad hier frei. Wo kriegen wir noch... Ach ja, von kostenlosen Einheiten. Kriegen wir Punkte. Genau, erste kostenlose Einheit. Dann können wir eine von der Sorte ausbilden. Was für eine kostenlose... Einen Minotauros. Sehr schön. So, und ihr braucht natürlich noch einen Priester. Oh, und wir brauchen eine Schatzgrube. Hier hinten. Eine Schatzgrube. Kriegen wir dafür eigentlich auch noch einen Punkt? Oder haben wir schon... Nein, das haben wir schon. Für Überfälle könnten wir uns noch einen Punkt besorgen. Und für die Dungeon-Stufen sowieso. Und zwei Helden zu töten. Ja. Alles kein Problem. Du sitzt auf deinen vier Buchstaben. Das bringt uns Gold ein. So. Okay, wir haben schon mal einen Punkt. Von denen, die ich gerne hätte. Es fehlt uns nur noch genug für einen... Ja, sehr schön. Einen Priester bitte. Dann ist nämlich Squad 3 auch schon mal fertig. So, und kann hier rein teleportiert werden zum Training. So, Squad 2 schicke ich mal zum Essen. Und Squad 1 kann sich jetzt endlich um den Überfall hier kümmern. Oh, die werden sogar beide angezeigt. Ich hoffe mal, ich muss die nicht umhauen. Ne, ich kann sie einfach nur... Ja, die stehen da nur so rum. Trump hat einen Stufenaufstieg und da ist ein Krieger, der die beiden beschützt. Das ist nicht gerade viel. Oh ja, ich wollte eigentlich noch herausfinden, was das hier drüben ist. Also grabe ich mich einfach mal da rein. Jetzt, wo ich Squad, den nächsten Squad nämlich habe... So, Räume brauche ich keine mehr eigentlich. So, die beiden Damen gehören jetzt mir. Mehr oder weniger. Ihr geht mal da oben was essen. So, währenddessen wandle ich hier ein bisschen um. Bei gebäudemäßig sind wir jetzt fertig. Nicht genug Pilze für mehr Umwandlung. Ne?